Hallo zusammen, in diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich eine sogenannte Asymptote? Eine Asymptote ist eine Funktion, die sich einer anderen Funktion im Unendlichen annähert, aber diese nie berührt oder schneidet. Bei Kurvendiskussionen habt ihr oft mit solchen Asymptoten zu tun, bei den unterschiedlichsten Arten von Funktionen, und wir schauen uns in diesem Video und auf dieser Seite einmal drei typische Beispiele an, für Asymptoten, die die Form einer Gerade haben. Zunächst einmal starten wir mit der vertikalen Asymptote. Und da sehen wir hier die Funktion in blau eingezeichnet, nähert sich dieser vertikalen Gerade. Wir haben das jetzt mal genau auf die y-Achse gelegt, dann ist das sehr anschaulich und das ist auch ein Fall, der oft vorkommt. Ja, also die Funktion hier in blau nähert sich dieser Gerade hier an, aber wir sehen, sie berührt sie nicht, sie schneidet sie nicht. Und man sieht vor allen Dingen auch, dass das bei sehr niedrigen und bei sehr hohen y-Werten der Fall ist. Ja, also hier haben wir eine sogenannte vertikale Asymptote. Der nächste Fall ist die horizontale Asymptote. Sieht man ja auch hier, jetzt in dem Fall mal die x-Achse genommen. Und hier sehen wir, die Funktion in blau nähert sich bei sehr, sehr großen x-Werten und bei sehr, sehr kleinen x-Werten dieser horizontalen Asymptote an, schneidet und berührt sie aber nicht. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass natürlich nicht immer nur die Achsen Asymptoten sein können. Also hier zum Beispiel bei der vertikalen Asymptote könnte die Gerade auch hier oder hier liegen. Genauso bei der horizontalen könnte die Gerade hier oder hier liegen. Sehr, sehr oft sind die Achsen allerdings auch die Asymptoten der Funktionen. Deshalb ist dieses Beispiel durchaus sinnvoll. Der dritte Fall, und der ist etwas seltener, ist die sogenannte schiefe Asymptote. Das kann natürlich nicht mehr, deckungsgleich mit irgendeiner Achse des Koordinatensystems sein. Hier einmal ein Beispiel, eine schiefe Asymptote, eine schiefe Gerade, wenn man so möchte. Und dazu die dazugehörigen Funktionen, die sich an dieser Stelle und an dieser Stelle der Asymptote annähert, diese aber nicht berührt und nicht schneidet. Hier kann man jetzt gar keine genaue Aussage treffen, ob es jetzt bei positiv unendlich oder negativ unendlichen x- oder y-Werten ist, weil die Asymptote eben schief ist. Ich empfehle euch nochmal unsere ausführlichen vorgerechneten Beispiele in unserem Lerntext, außerdem unsere Übungsaufgaben, bei denen ihr selbst aktiv werden könnt und euer Wissen testet. Und beim Lösen dieser Aufgaben wünsche ich wie immer viel Erfolg.